Raid von den Teasies. Geil. Oh mein Gott. Das werden wir bald fortsetzen, Leute. Ich merke mir, worüber ich gesprochen habe. Ich möchte erstmal Dankeschön sagen für diesen ultimativen Host, der jetzt gleich kommt. Das ist wundervoll. Das ist wirklich wundervoll. Also, das explodiert hier gleich. Ich hoffe, dass mein PC das aushält. Ich hoffe sehr, dass mein PC das aushält, weil das ist hier gerade komplett am Eskalieren. Und es ist wundervoll, was ich hier gerade sehe. Wow! Das ist der erste Host von den Teasies ever. Und ich finde es richtig krass. Also bisher lebt noch mein Stream, das finde ich sehr cool. Ich finde, dass der Chat komplett explodiert. Dankeschön an alle Follows. Danke vielmals für diesen wundervollen Host. Jetzt erzählt mir doch mal, Leute, was haben denn die Teasies so für Totis gezogen? Ich habe heute, ich kann ja mal teilen, was bei mir geschehen ist. Ich habe 200 Packs gespart gehabt, also 250. Und 200 davon habe ich heute geöffnet. Und 200 Mal habe ich eine Miese gemacht. Also kam kein einziger Toti. Salah 90 war der beste, den ich gezogen habe. Und jo, das war's. 4 Icons, ein Toti. 4 Icons! Also lass mich das mal festhalten. Nur mal ganz kurz zum Verständnis. 4 Icons, ein Toti. Wie viel Geld haben Sie investiert? Also ich weiß ja, dass die Teasies immer Geld investieren. Wie viel haben Sie investiert? Ich habe das ehrlicherweise nicht nachverfolgt. Ich kann es nicht sagen. Waren es ein paar Tausender? Paar Tausend. 10.000? 10.000? Mehr als genug. Ja, dafür... Also zuerst habe ich mir gedacht, 4 Icons und einen Toti, okay, ja. Aber dafür ist das eine Frechheit. Darf ich das so sagen? Das ist der typische Klassiker. Ich meine, da brauche ich mich nicht wundern, dass ich aus 200 Packs keinen Toti ziehe. Ein Toti. Was hat denn der Broski gezogen? Hat denn der mehr Totis gezogen? Teilt doch mal ein bisschen mit mir. Für die Teasies ist das normal, die machen das schon. Ja, auf jeden Fall gönne ich ihnen mehr Totis. Ich meine, das ist ja die Toti-Phase. Da will man ja auch Totis rausspazieren sehen. Ich weiß ja, dass die Teasies und Broski sich immer so battlen. So ein bisschen, wer zieht mehr Totis oder wer zieht den ersten Toti oder so. 7 Totis, 4 Icons. Ja, dieser Lacker-Set. Sprich das nicht an mit Broski. Gestern Abend 3x Van Dijk. Freitag allein ca. 3000 verzogen. Krass. Krass. Aber das ist ja Jahr für Jahr immer etwas, was zu Toti-Zeit passiert. Das ist ein Investment. Also aus geschäftlicher Sicht, ich glaube, das haben sie euch mehrfach auch erklärt, ist das ein Investment, was sich auch irgendwo rentiert. Also sonst würden sie es nicht auf die Art und Weise tun. Es zählt auch zwecks der Unterhaltung und all dem. Ich glaube, das haben die schon mehrfach ausgeführt, warum, weshalb, wieso und warum es dennoch nicht vernünftig ist, dass ihr das tut. Vor allem nicht in dieser Summe. Ihr seht es. Allein durch Zuschauen seht ihr, wie gering das Packweight ist und dass es sich überhaupt nicht auszahlt. Das Geld ist wie einfach Fujito. Kannst das Fenster aufmachen und das Geld rausschmeißen, dann freut sich wenigstens jemand, der vorbeigeht, der kann es jetzt aufsammeln. Dann hast du mehr gemacht.